Wir reden über Autos mit jede Menge Spaß. Herzlich willkommen zu Voice Over Cars. Hallo und herzlich willkommen zu Voice Over Cars und heute sprechen wir über den neuen Opel Karl. Wofür sind die Niederlande und ganz besonders Amsterdam bekannt? Ganz klar für Frikandel und Tulpen, wenn man mal von den Drogen absieht, die ich natürlich nicht konsumiert habe. Übrigens noch nie, da dürfte mich nun ruhig Langweiler nennen. Don't drink and drive und stoned sollte man A. weder Fahrzeuge designen und B. schon gar nicht fahren. So, genug der Vorrede, wir sind also in Amsterdam unterwegs gewesen mit einem Karl. Autos mit Vornamen gab es schon immer, da gab es zum Beispiel den Ferrari Dino oder die Alfa Giulietta oder aktuell Renault Zoe oder aber auch natürlich den Opel Adam und nun gibt es einen weiteren Wagen mit Vornamen, das ist der Opel Karl. Der neue Opel Karl kommt in drei verschiedenen Ausstattungslinien. Der Einstieg in die Welt des Opel Karl ist der Selection ab einem Preis von 9.500 Euro. Darüber positioniert ist der Opel Karl Edition, den gibt es ab 10.650 Euro und das Beste bringt der Opel Karl exklusiv mit sich. Der kostet zwar mindestens 12.900 Euro, doch der ist dann auch ausreichend gut ausgestattet. Was für ein Karl würde ich nehmen? Natürlich dem mit der besten Ausstattung, das wäre der Opel Karl exklusiv. Unter der Motorhaube gibt es allerdings keine großen Unterschiede, denn da gibt es Einheitsbrei. Besser gesagt ein 1 Liter Dreizylinder mit einer Leistung von 75 PS. Die Kraftübertragung erfolgt über ein manuelles Fünfganggetriebe über die Vorderachse. Hier gibt es keinen Turbolader, sondern einen kernig klingenden Dreizylinder, der den Opel Karl beschleunigen darf. Beschleunigungswunder darf man natürlich nicht erwarten, schließlich dicht hier nur ein maximales Drehmoment von 95 Newtonmeter an der Kurbelwelle an. Aber untermotorisiert ist der 939 Kilo schwere Cityflitzer mit dem EU6 Antrieb auch nicht. Von 0 auf 100 km/h beschleunigt der Opel Karl innerhalb von 13,9 Sekunden. Von 80 km/h auf 120 km/h benötigt der Cityflitzer 22,9 Sekunden im fünften Gang. Ihr merkt schon, sein Revier ist die Stadt, eventuell auch mal die Landstraße, aber sicherlich nicht die Autobahn. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 170 km/h und ist dann vermutlich Lichtjahre später auch endlich erreicht. Ich habe vorher, auch aus Gründen der Verkehrsrichtlinien hier in den Niederlanden und aus Angst vor Blitzern, aufgegeben. Der kombinierte Neftsverbrauch wird mit 4,5 bis 4,3 Liter Kraftstoff auf 100 Kilometer angegeben. Der Tank verfügt über ein Fassungsvermögen von 32 Liter, die maximale Zuladung liegt bei 375 Kilogramm. Reichweiten von 500 Kilometer sind also möglich. Mein Verbrauch lag übrigens bei 6,8 Liter. Zugegebenermaßen bin ich auch recht flott gefahren. Man muss nicht groß sein, um groß zu sein. Der Opel Karl ist 3,67 lang, inklusive Außenspiegel 1,87 breit und 1,47 hoch. Der Radstand beträgt 2,38 Meter und vorne, aber auch hinten kann man gut einsteigen, denn der Opel Karl verfügt immer über vier Türen und über eine Heckklappe. Allerdings keine große Klappe, denn dahinter versteckt sich ein frei verfügbares Volumen von nur 206 Liter. Da passen dann zum Beispiel zwei Reisetrolleys rein oder halt zwei Getränkekisten. Legt man die Rückbank um, beim Viersitzer komplett, beim Fünfsitzer im Verhältnis 60 zu 40 möglich, dann steht ein Volumen von bis zu 1013 Liter zur Verfügung. Die Ladekante ist 71 cm hoch, das Dach darf man nicht belasten. Das ist gerade wegen dem kleinen Kofferraum ein Kritikpunkt für diejenigen, die den Opel Karl gegebenenfalls als alleiniges Fahrzeug im Auge haben. Ein Lademeister ist er also nicht, aber der Opel Karl hat ganz andere Qualitäten. Der überzeugt zum Beispiel durch seinen kleinen Wendekreis von ca. 10 Meter. Hier kann man auch nochmal die Servolenkung in einen noch leichtgängigeren City-Modus schalten und seinen durchaus hochwertigen Eindruck zum minimalen Einstiegspreis. Mit 9.500 Euro steigt der Kleinstwagen günstiger ein als die Mitbewerber. Er ist der günstigste Einstieg in die Opel-Welt und hält auch die Mitbewerber hinter sich. Der VW Up zum Beispiel kostet mindestens 9.975 Euro und für einen Hyundai i10 müssen auch 9.950 Euro bezahlt werden. Ein Nissan Micra gibt es erst ab 11.400 Euro. Günstiger wäre zum Beispiel der Skoda Citigo, denn der startet mit einem 60 PS Antrieb ab 8.970 Euro, aber mit einer gleichwertigen Ausstattung wird der dann auch schnell wieder teurer. Aber was gibt's denn jetzt hier für unter 10.000 Euro? Der Opel Karl verfügt serienmäßig bereits über ein Anti-Blockiersystem, über eine elektronische Stabilitätskontrolle, über eine Traktionskontrolle und über einen Berganfahrassistenten. Wer, und ich glaube, das werden viele tun, eine exklusive Version nehmen wird, der hat dann auch eine Klimaautomatik, einen Spurhalteassistenten, das ist übrigens so ein nerviger Piepser, den man Gott sei Dank aber auch abschalten kann, elektrische Fensterheber vorne und hinten, sogar vom Fahrersitz bedienbar, eat this Volkswagen, ein Lederlenkrad mit Fernbedienung, ein Infotainment-System und in die Radkästen ziehen 15 Zoll Räder ein, wo sich da bei der Basis 14 Zoller drehen. Optional gibt es hier auch 16 Zoller und das steht dem Karl ausgesprochen gut. Wie fährt er sich? Überraschend gut. Ehrlich gesagt habe ich den Karl unterschätzt.
Die geschwindigkeitsabhängige Servolenkung macht einen guten Job. Das Fahrwerk ist komfortabel abgestimmt, das Fahrverhalten ist wirklich gut. Richtig gut sogar. Man schaltet sich hier über ein 5-Gang-Getriebe durch die Gänge und ich kann wirklich sagen, die beheizbaren Sitze vorne sind bequem und auch für Personen mit meinen Abmaßen, ich bin 1,75 groß, für längere Strecken geeignet. Auch hinten habe ich ausreichend Platz, wobei ich hier eher Kinder sehen würde. Zwei Kindersitzen passen ohne Probleme, die Gurtlänge ist ausreichend lang. Leider mangelt es an den Opel Karl an einer ausreichenden Beleuchtung im Fond. Und die Fenster hier hinten, die verfügen leider über keinen Einklemmschutz. Was mir ansonsten negativ aufgefallen, es gibt keine Gurthöhenverstellung, das Lenkrad lässt sich nicht axial, also nur in der Höhe verstellen, die Fenster hier hinten gehen nicht komplett runter und obwohl der Opel Karl eine Frontkamera hat, für den Spurhalteassistenten, hat er keine Schildererkennung. Gerade hier in den Niederlanden wäre das schon so ein Highlight gewesen, aber unter uns, ich suche hier gerade nach der Nadel im Heuhaufen, der Karl ist, für den Preis, ein richtig gutes Auto und meiner Meinung nach preisverdächtig. Ab dem 20. Juni steht der Opel Karl beim Händler. Wer alle Kreuze macht in der Aufpreisliste, der wird derzeitig maximal 15.395 Euro bezahlen. Dafür bekommt man eine ganze Menge Auto, ordentliche Materialien und wahrlich gute Verarbeitung. Und auch das Thema Konnektivität wird beim Opel Karl großgeschrieben. Opel OnStar, Mirrolink, Apple CarPlay. Hier mangelt es an nichts. Wer mag, der kann den Opel Karl zum mobilen WLAN-Router machen und bis zu 7 Endgeräte ins LTE-Netz bringen, wenn die Netzabdeckung denn mal passt. Zum ersten Mal habe ich nun mehrere Strecken via Apple CarPlay, übrigens Android Auto geht auch, navigiert und meine Begeisterung dafür hält sich immer noch nicht in Grenzen, denn genau so muss eine Verbindung zwischen dem iPhone und dem Auto funktionieren. Plug-in and drive. Opel-Chef Karl Thomas Neumann, auch KTN genannt, bringt's eigentlich auf den Punkt. Kurz, knackig, charaktervoll, der Name Karl spiegelt seine Stärken wider. Er ist das ideale Auto für preisbewusste Kunden, die Alltagstauglichkeit mit Komfort und modernen Technologien verbinden möchten. Was soll ich sagen? Dem kann ich gar nichts hinzufügen, denn ich finde, für das Geld, was der Opel Karl kostet, ist das hier ein perfektes Auto. So, Klappe zu, Affe tot. Wie gesagt, der Kofferraum hat mich nicht ganz so überzeugt, aber ansonsten muss ich wirklich sagen, ein patentes Fahrzeug. Vor allem für den Preis, da muss man erstmal was Besseres finden. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne mal ein Like da lassen. Ansonsten auch gerne teilen bei Facebook, Google+, Snapchat, Twitter, Instagram, was weiß ich, wo es alles so geht. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Voice Over Cars. Bis dann, euer Jens. Ciao. Voice Over Cars. Und das war's.